Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Theme Park News Video meinerseits. Und heute reden wir über Openings und über Erweiterungen. Und fangen wir kurz an mit einem kleinen Update auch noch. Und wir haben ja unzählige Updates schon zum Heidepark gehabt. Der Heidepark hat ja am 1. Mai eröffnet und das hatte sich erklärt. Wir haben euch ja ein ausführliches Video aus dem Park mitgebracht, wie und was da so beachtet werden muss, wie das Ganze funktioniert. Und ab jetzt gibt es keine Testpflicht mehr, wenn ihr den Heidepark besuchen wollt als Tagesbesucher. Es war ja so, dass man erst brauchte man einen maximal 12 Stunden alten Test, dann einen maximal 24 Stunden alten Test und dann musste man dafür bezahlen, wenn man nicht aus Niedersachsen ist und dann muss man nicht mehr dafür bezahlen, wenn man nicht aus Niedersachsen ist und so weiter und so fort. Ihr habt das ja wahrscheinlich alle mitbekommen die letzten Wochen und jetzt gibt es für den Tagesbesuch im Heidepark keine Testpflicht mehr. Ihr braucht keinen Corona-Test mehr machen, wenn ihr den Heidepark besuchen wollt, außer ihr wollt im Abenteuerhotel übernachten, dann müsst ihr weiterhin einen Test haben, aber tagesaktuell passend zu eurem Besuchstag findet ihr auch immer auf den Homepages der diversen Freizeitparks die Informationen, die dann für euch relevant sind. Und es geht weiter damit, dass viele Freizeitparks wieder öffnen. Und zum Beispiel ging es heute los. Also, wenn ihr dieses Video seht, schließen die Parks wieder. Also nicht ganz, sondern es ist einfach dann 18 Uhr und vorbei, wie jeden Tag um 18 Uhr dann ein neues Video kommt und die Parks schließen. Und zum Beispiel am 3. Juni heute ging das Fort Fun Abenteuerland wieder an den Start. Dann aber nur für Jahreskartenbesitzer. Ab morgen 4. Juni für euch alle. Der Movie Park Germany wird am 4. Juni auch wieder starten. Das Phantasialand in Brühl startet am 10. Juni in die Saison. Tripsdrill peilt an, plant den 11. Juni als Eröffnungsdatum. Aber Freizeitpark Plon, Wunderland Kalka, der Eifelpark und so weiter und so fort waren auch alle heute am Start. 3. Juni, der Holiday Park macht den 5. Juni wieder auf. Und so öffnen jetzt nach und nach alle Freizeitparks. Aus Bayern kann man noch nichts Positives berichten. Da gab es jetzt, also aktuell, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video entsteht, keine Infos, wann es da wieder losgeht. Und dann noch eine sehr spannende, interessante Sache, und zwar Welt von Efteling 2030. Es gibt grünes Licht für den Flächennutzungsplan von Efteling. Und seit 2005 hat man die ersten Skizzen erstellt und hat dann war in der Planung und vor allem auch in der Beratung mit Anwohnern der Gemeinde sowie auch Naturschutzorganisationen. Und man hat dann sich beraten und hat verhandelt und geplant. Und jetzt gibt es halt, wie gesagt, grünes Licht für den Flächennutzungsplan von Efteling, so dass Efteling sich erweitern darf. Das Ganze passiert aber auch nicht sofort. Also es ist ja nicht so, dass die Bagger schon anrollen, sondern man möchte dann auch erst nächstes Jahr damit anfangen. Denn finanziell ist es natürlich auch nicht so gut gelaufen in der Corona-Pandemie für alle Freizeitparks, so auch für Efteling. Und dementsprechend möchte man dann größere Investitionen erstmal auf das nächste Jahr schieben. Und ihr habt ja schon gerade zum Bild gesehen, was es denn alles an Erweiterungen gibt und wo und wie groß die Erweiterungen sind, in welche Richtung die Erweiterungen gehen. Und die Erweiterung möchte man dann mit dem Bereich auf der Ostseite des Parks beginnen und das soll dann der erste Schritt der Erweiterung sein. Sehr spannend auf jeden Fall und super interessant. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da passiert, wie sich das Ganze entwickelt. Und auch cool, dass in Kastorville das funktioniert, im Gegensatz zum Beispiel zu Brühl, wo das nicht funktioniert seit Jahrzehnten. Und ihr seid jetzt, glaube ich, informiert und wart heute hoffentlich oder vielleicht oder wie auch immer unterwegs in Freizeitparks, wo es jetzt wieder losgegangen ist. Also es ist ja schon einiges wieder offen, aber jetzt auch in Deutschland kommt immer mehr dazu. Und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr hier auf dem Kanal wieder zu einem neuen Video. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten, euer Bro fürs Radio Video Magazin. Und morgen unbedingt um 18 Uhr einschalten, da kommt ein richtig cooles Video. Meine ich jedenfalls.